herzlichen Glückwunsch zur Nominierung, ja, mit Kitchen Impossible. Ganz geil. Haben Sie die Werbetrommel gerührt? Wir haben in der Tat die Werbetrommel gerührt aus dem Prozedere heraus. Ich glaube, vielleicht fast ein bisschen überdreht, weil natürlich Horst, glaube ich, so gerade im Rahmen einer ZDF-Veranstaltung einen ganz kleinen strategischen Vorteil hat, die doppelte Zuseherzahl hat wie wir, und dann müssten wir ein bisschen pumpen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was aktivieren können, um zumindest ein spannendes Rennen draus zu machen. Ansonsten würde ich schon sagen, dass der Horst heute ein bisschen die Nase vorne hat, und das sei ihm auch von Herzen vergönnt. Naja, aber ganz ehrlich, Horst Lichter steht jetzt hinter Ihnen. Also Sie sind schon mal zuerst mit dem Interview dran. Das läuft auch schon mal ganz gut. Ich habe mich auch anständig angezogen. Also ja. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie auf so einem Picknick, weißt du? Der kann jetzt sich auch da auf eine karierte Decke legen und da irgendwie Shampoos aus dem Gläschen. Ich sehe aus wie die goldene Kamera. Da habe ich mir schon ein bisschen Mühe gegeben. War extra beim Friseur, ich habe Lackschüchen an, ich habe einen frischen Schlipper an, ich habe alles so. Ich habe mich schick gemacht. Also das kann nur was werden, das muss man ganz klar sagen. Was ich mich immer frage. Ich mich auch. Ja. 24 Stunden hat der Tag. Ja. Wie passt das alles bei Tim Mälzer rein? Oh, ich bin ein fröhliches Kerlchen. Ich schiebe viel an. Ich habe meine wahnsinnige Unterstützung. Ich bin halt der Lautere. Deshalb wirkt es manchmal, dass ich derjenige bin, der es auch macht. Aber ich habe allein in meinem gastronomischen Betrieb so wahnsinnig viele tolle Mitarbeiter. Kitchen Impossible bin ja nicht ich alleine, sondern es ist ein Riesenteam, die Gigantisches leisten. Also das ist so, man schiebt sich so die Bälle hin und her. Und es gibt halt manchmal ein bunteres, ein lauteres Gesicht. Das bin in dem Fall ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da gerade wahnsinnig gestresst bin. Außerdem mag ich wirklich das, was ich tue. Ich liebe Gastro auf der einen Seite. Ich bin wahnsinnig gerne Koch. Ich freue mich, dass ich das mit den Leuten teilen darf und so diese Begeisterung dafür können. Ich freue mich aber auch, Medien machen zu dürfen, die begeistert. Also die nicht einfach nur Quote hat, sondern die Menschen auch wirklich mitnimmt. Ich bin so bockisch stolz und fröhlich und froh und dankbar über Kitchen Impossible. Und wenn du, glaube ich, sowas im Rücken hast, dann merkst du Belaststress nicht so stark. Plus ein wahnsinnig geiles privates Umfeld. Also wir drücken heute Abend ganz fest die Daumen. Wo drückt Ihr Sohn die Daumen? Rede nicht drüber. Vielen Dank. Okay. Gut. Danke. Aber